Ackerbau dieses Jahr gehabt. Wir haben eine gute Ernte gehabt. Die letzten zwei Jahre, das Getreide, das können Sie nicht mal in eine Schweine stecken. Und da will ich noch eins sagen. Der Boden ist schlechter geworden. Er ist schlechter geworden. Aber warum? Weil die Politik die Boden unterdüngt. Wir dürfen noch 120 Kilo düngen. Was meinen Sie denn, wo das hingeht? Wir werden Steppen hier kriegen, weil der Boden unterdüngt wird. Und dann reden die von, wir wollen alles besser. Wenn ein Kind eine halbe Aspirin haben muss, das was der Arzt sagt, und sie geben dir eine Viertel Aspirin, das ist, glaube ich, mir die Spitze. Was meinen Sie, wie dämlich die Landwirte sind? So, Entschuldigung, Sie können mich so, ist mir egal. Ich bin 59 Jahre. Das Emsland war vor 100 Jahren ein Armenhaus Deutschland. Und das Emsland ist jetzt heute das beste Industrieland, was wir haben in Deutschland. Was Sie vielleicht wissen. Ich meine Sie nicht persönlich. Und ihr macht da wieder ein Armenhaus von. Und ihr wolltet euch verschämen. Und ihr hört mir genau, Sie können mich ruhig anzeigen. Das ist mir scheißegal. Ihr solltet euch verschämen. Die Leute gehen in Armut, gehen die aus Deutschland raus. Was in 90 Jahren aufgebaut worden ist in Deutschland, ein Krieg. Wo die Leute nichts zu fressen hatten. Und die Bauern haben gearbeitet und gearbeitet. Meine Eltern sind nie im Urlaub gewesen, nie. Die haben immer nur gearbeitet, weil die im Krieg gewesen sind. Und ihr kommt dahin und meint, ihr könnt diskutieren, was ihr zu tun haben. Redet mit denen und sagt nicht, was sie zu tun haben. Schämt euch was. Die ganze Politiker, schämt euch was. Ihr könnt meint, ihr könnt einfach die Bauern sagen, was sie wollen. Wir sind ein freies Land. Wenn sie das mit VW machen würden, man würde das absäbeln. Aber die Bauern, die lassen sie einfach verrecken in Deutschland. Und ihr sollt euch verschämen. Das, was hier passiert in Deutschland, die letzten 90 Jahre, ich bin 60 Jahre davon. Wir hatten als Kinder nicht viel. Es gab Weihnachten, Apfelsine. Wir haben sie nie gebraucht. Aber das, was Sie hier machen und wie Sie mit den Landwirten umgehen, ist eine Frechheit und Sie sollten sich verschämen. Und seien Sie dankbar, dass Ihre Eltern das hier sehen oder Ihre Urgroßeltern, weil die haben gehungert. Sie wissen gar nicht, was es ist. Entschuldigung.